Hallo Leute und willkommen zurück bei Grey Matter. Grey Matter. Okay. Ja, das letzte Mal haben wir gesagt, wir reden jetzt mit Dr. Stiles, um ihn über die Erkenntnisse zu informieren, die wir wegen des Schwimmbadfalls erlangt haben. Genau. Go. Hallo. Haben Sie eine Minute Zeit? Was ist? Er hat doch gesagt, er will mit uns reden. Warum fragen wir dann? Egal. Ob er eine Minute Zeit hat. Ja. Der Club der Lämmer ist ziemlich aufgebracht. Ich dachte, das sollten Sie vielleicht wissen. Club der Lämmer? Haben Sie jetzt vor, anstatt nur Kaninchen im Schlafzimmer, auch noch Schafe im Sprechzimmer zu halten? Klar. So nennen sich die Studenten, die an dem Experiment teilnehmen. Meine Nerven. Was meinen Sie mit ziemlich aufgebracht? Sie sind wegen den Vorfällen auf der Laufbahn und in der Schwimmhalle ziemlich beunruhigt. Ein paar von Ihnen wollen vielleicht nicht mehr kommen. Was? Unsinn! Ich würde gerne wissen, was die Vorfälle mit Ihnen zu tun haben sollen. Die Rahmenbedingungen für das Experiment müssen unverändert bleiben. Diese Studenten liegen in Ihrem Verantwortungsbereich, Samantha. Es ist Ihr Job, dafür zu sorgen, dass sie alle kommen. Und ich erwarte von Ihnen, dass das der Fall sein wird. In Ordnung. Ja, schön. Ich bin der Sache auf der Laufbahn und in der Schwimmhalle nachgegangen. Und? Beide Vorfälle wurden offenbar inszeniert. Über der Laufbahn hat ein Wirbelwind getobt, der möglicherweise von einem Hubschrauber verursacht wurde. Der für die Laufbahn zuständige Arbeiter ist abgehauen und sie konnten ungestört die Bahn anmalen. Und was das Schwimmbecken betrifft, die Zeugin hat einen Umriss oder vielleicht eine große Blase im Wasser gesehen und danach hat sich das Wasser verfärbt. Es ist nicht besonders schwer, als unheimliches Ablenkungsmanöver Luft in das Becken zu pumpen und dann die Farbe in das Wasser zu schütten. Hat irgendjemand einen Hubschrauber gesehen oder gehört? Nein. Aber auf der Laufbahn gab es nur einen Zeugen und der hatte Kopfhörer auf. Kopfhörer? Und wurde im Schwimmbecken Farbe gefunden? Nein, aber dort hat man sich nur darum gekümmert, das Becken wieder sauber zu kriegen. Ich glaube nicht mal, dass irgendjemand nachgesehen hat. Am Beckenrand und in den Filtern waren nicht mal schwache Farbrückstände zu erkennen. Aber wahrscheinlich war die Farbe wasserlöslich. Und warum sollte jemand einen Hubschrauber mieten, eimerweise Farbe besorgen und dann das Ganze auch noch zeitlich mit meinen Experimenten abstimmen, von denen, das möchte ich hinzufügen, fast niemand etwas weiß? Keine Ahnung. Tja, aber wer weiß ja was davon. Das ist ja wohl absoluter Schwachsinn. Sie können Ihre Abneigung gegen rationales, wissenschaftliches Denken hoffentlich schleunigst ablegen, Samantha. Wenn ich zu Ihnen sage, Sie sollen meine Augen und Ohren sein, dann erwarte ich Fakten und keine schwammigen Vermutungen. Wenn Sie sich dazu nicht in der Lage sehen, sind Sie überflüssig. Im Gegensatz zu Ihnen bewege ich wenigstens meinen Hintern aus dem Haus. Und so wie ich das sehe, funktionieren Ihre Augen und Ohren ganz prima, Mister. Wie alt sind Sie? 23? 25? Wenn Sie mehr Lebenserfahrung haben, können Sie mich gerne belehren. Tut mir leid. Ich weiß, wie es ist, wenn die Leute... Ich will heute Abend einen ausführlichen Bericht. Und dieses Mal erwarte ich Fakten. Das war alles. Was ein Arsch. Ja, keine Ahnung, irgendwie finde ich das ein bisschen seltsam, so seine Stimmungsschwankungen. Vielleicht sollten wir ihn mal zu Dr. Linkweller fragen. Erstmal Studenten. Kannten Sie welche von den Studenten schon vor dem Experiment? Nein, warum? Nur so. War klar. Ich glaube nicht, dass die Studenten irgendetwas mit den Vorfällen zu tun haben. Doch. Nein. Warum nicht? Machen Sie einfach Ihre Arbeit, Samantha. Ja, nein. Dazu bin ich Ihnen gut genug. Erzählen Sie mir von Ihnen und Dr. Linkweller. Wie ich sehe, finden Sie Gefallen an Klatsch und Tratsch. Oder eher an alter Geschichte. Ich weiß nicht, was Linkweller heutzutage macht und es ist mir auch egal. Aber ich habe gehört, dass er letztes Jahr auf der Neurobiologentagung in Göttingen der Hauptredner war. Was zeigt, wie es um das Urteilsvermögen der akademischen Gesellschaft bestellt ist. Malik arbeitet für Linkweller. Er ist seine wissenschaftliche Hilfskraft. Wie bedauerlich für den armen Malik. Beunruhigt Sie das etwa nicht? Vielleicht erzählt er ja Linkweller von Ihren Experimenten. Ich habe Wichtigeres zu tun, als mir über diesen Schwätzer Gedanken zu machen. Was für ein Vollidiot. Wir sagen gerade noch, hey, hör mal, du hast da theoretisch einen Spion bei dir, der mit Sicherheit mit dem darüber redet. Ja, das ist mir doch egal. Ja, sorry. Das ja, ist doch... genau das habe ich auch gerade gedacht. Davids Computer. Ja, erstmal hacken. Den Computer von Dr. Stiles sollte ich besser nicht anrühren. Er wirkt nicht so, als wäre er besonders nachsichtig. Okay, wo sie recht hat, hat sie recht. So,
will sie die Rose denn jetzt mal mitnehmen? Nee, aber guck mal, das ist doch dieses, wir können irgendwas damit machen, Symbol. Das heißt, wir können es nicht mitnehmen, weil das wäre ja diese flache Hand, ne? Mhm. Sondern wir können irgendwas damit machen. Aber vielleicht finden wir im Spiel irgendwann rote Farbe und können sie rot anmalen. Ja, sie ist ja schon rot. Zwar blassrot, aber sie ist rot. Können wir sie abschneiden? Schade. Das Taschenmesser haben wir noch nicht einmal gebraucht. Ja, finanziell ist alles okay. Ich habe im Moment andere Sorgen. Achso, ich dachte, sie macht's auf und holt da irgendwie was raus oder so. Ja gut, mit dem Handy anzünden. Schade. Ja, Studentenausweis. Ich weiß auch nicht, was wir mit diesen ganzen Artikeln sollen. Aber die sind ja jedes Mal weg. Die findest du ja nur in den, wir haben den Kapiteln und sind dann weg im nächsten Kapitel. Ja, hoffen wir mal. So. Zack. Also, das haben wir. In der Herde gibt es ein schwarzes Schaf. Das ist was im Wasser. Falle stellen und, in jeder Herde gibt es... Achso, wir haben bestimmt schon wieder 12 Uhr und können uns jetzt mit den anderen treffen. Mhm. Nein, können wir nicht. Okay, aber vielleicht müssen wir ein wenig herumstöbern. Weil bei Helena zum Beispiel im Zimmer, da war ja... Das war ja hier. Ah, gucke mal. Da komme ich nicht ran. Also entweder brauchen wir eine Leiter oder... Kannst du die Tür aufmachen? Nein, ich wollte da komme ich nicht dran. Krachmacher da reinwerfen, aber nein. Ich würde mich gerne in Helenas Zimmer umsehen, aber die Tür ist abgeschlossen. Es muss einen anderen Weg geben. Hm. Das Klopapier steht ja immer noch da. Jetzt können wir es auch mitnehmen. Okay. Das war jetzt Zufall. Ich glaube, ich nehme etwas von dem Klopapier mit. Man kann damit gut was verstecken. Aha, ein Eimer. Ach, den schiebt sie jetzt davor. Oh. Voll eingebrochen. Ein Schlüssel. Den hätte ich vor 5 Minuten gut gebrauchen können. Okay. Hier ist nichts. Schublade. Nachher finden wir hier noch ihre... Unterwäsche? Nein. Das ist definitiv Helenas Schublade. Da sind einige Immatrikulationsunterlagen, aber nichts, was mit Zauberei oder irgendeiner Verschwörung zu tun haben könnte. Ich glaube, ich weiß, was du meintest. Das ist definitiv Helenas Schublade. Da sind einige... Ja, okay. Von wegen Jungfräulichkeit ist vergänglich und so. Ein Höschen. Ja, so viel zum Thema Unterwäsche. Oh Gott! Typisch Helena. Vor allem, stell dir mal vor, das ist eine Frau und die hat so ein Ding an. Die würde ich dankend weiterschicken. Ja. Also ich glaube, es gäbe keinen schlimmeren Liebestöter, als wie ein Höschen, wo ein Herz drauf ist. Ich nicht erwartet hätte, in ihrem Zimmer Bücher vorzufinden. Vielleicht hat sie ja mehr auf dem Kasten, als man denkt. Naja, außer so Oma-Schlüppers oder sowas. Das wäre noch schlimmer. Ja. Ich habe keine Zeit, auf ihrem Computer herumzuschnüffeln. Und ich glaube eh nicht, dass ich etwas Interessantes finden würde. Okay, zack. Aha, okay. Das habe ich nicht gesehen. Ein Kasten unterm Bett. Oh. Mhm. Abgeschlossen. Was für ein Schlüssel. Zufall, dass wir einen Schlüssel bekommen. Das ist Helenas Türschlüssel. Ach so. Er ist... Okay. Also entweder hier liegt irgendwo ein Schlüssel rum, oder wir können es mit dem Taschenmesser aufbrechen. Was? Frag nochmal, weil sie hat gesagt abgeschlossen. Warum bewahrt Helena in ihrem eigenen Zimmer einen abgeschlossenen Kasten auf? Damit, falls jemand einbricht, man nicht weiß, was da drin ist? Oh oh. Sam, was machst du in meinem Zimmer? Ich habe nur... Ich wollte mit dir reden und die Tür war offen, also bin ich... Na gut. Ich bin eingebrochen. Die Vorfälle auf dem Campus lassen mir echt keine Ruhe. Irgendjemand hat es auf Styles abgesehen und ich glaube, dass einer aus unserem Club der Lämmer etwas damit zu tun hat. Also spiele ich ein bisschen Detektiv. Was hast du hier drin gesehen?
Nichts. Unser Wäsche? Du bist auf meiner Liste der Verdächtigen eh ziemlich weit unten. Dann mache ich wohl irgendwas falsch. Vielleicht lasse ich dich am Leben, wenn du mir erzählst, was du über die anderen herausgefunden hast. Wen hast du noch ausspioniert, Sherlock? Sag's mir. Und lass keine Details aus. Auch nicht die schmutzigen. Also... Eigentlich haben wir gar nichts. Doch, Malik über Malik ist die wissenschaftliche Hilfskraft von Styles größtem Feind auf dem Campus. Einem Kerl namens Linkweller. Ich habe das Gefühl, dass er von nichts Halt machen würde, um Dr. Styles zu ruinieren. Ja? Das ist auf jeden Fall verdächtig. Um nicht zu sagen, ganz schön unverschämt. Und Angela? Angela kannte Dr. Styles schon vor dem Experiment. Ich habe sie gefragt und sie hat gesagt, dass sie ihn mal in der Nähe des Campus auf der Straße gesehen hat. Nach dem Unfall. Aber das kann nicht stimmen. Styles geht nicht auf den Campus. Er verlässt ja nicht mal das Haus. Er schämt sich wegen seines Gesichts. Vielleicht wusste sie einfach nicht mehr genau, wann sie ihn gesehen hat. Vielleicht. Auf jeden Fall sind das ganz schön schwere Anschuldigungen. Wenn du mich fragst, ist sie eine Einzelgängerin und viel zu verschlossen, als dass sie in einer Verschwörung mit drinstecken könnte. Das stimmt. Obwohl, stille Wasser sind tief. Oh ja. Hallo? Ach so. Okay, also Kasten ist jetzt raus, aber da ist noch eine Kamera. Ich brauche für heute Abend eine Kamera, aber ich will sie nicht einfach nehmen. Vielleicht leiht Helena sie mir ja, wenn ich sie frage. Das ist eine gute Idee. Einfach fragen. Kamera. Ich habe gesehen, dass du eine Fotokamera hast. Würdest dir was ausmachen, sie mir für ein oder zwei Tage zu leihen? Nimm sie mit, ich benutze sie eh nie. Wo ist der Witz an der Sache, wenn man nur hinter der Kamera steht und selbst gar nicht auf den Fotos drauf ist? Danke. Boah, ist hier eingebildet. Oh ja. So, okay, also Helena haben wir schon mal abgehakt. Aber mit der Kamera können wir dann auch bestimmt in den Fitnessraum. Ja, aber wir müssen bestimmt irgendwann nochmal hier rein, weil wir haben immer noch ihren Schlüssel. Vielleicht müssen wir sie ablenken und dann in Ruhe nach dem Schlüssel für das Kästchen suchen. 106? Achso, das war das Zimmer von der Trulla. So, da können wir jetzt auch nichts mehr machen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in den zweiten Stock. Mal gucken, ob wir mit den Kerlen da irgendwie... Mit dem hier zum Beispiel... Ah! Jetzt können wir mit ihm reden. Ja. Lauf, ja, bestimmt, Samantha, weil lauf. Wir in das Zimmer von Harvey rein müssen. Hi, ich wollte fragen, ob du mich vielleicht in Zimmer 204 lassen würdest. Und warum sollte ich das tun? Ich bin Charles' Freundin. Ich dachte, ich könnte ihn vielleicht überraschen. Ha, du bist diese Woche schon das dritte Mädchen, das behauptet, seine Freundin zu sein. Wie wäre es, wenn ich dich in mein Zimmer lasse? Dann kannst du mich überraschen. Das klingt wirklich verlockend, aber nein, danke. Oh, voll der Korb. Er hat sich von mir ein Buch ausgeliehen und ich brauche es dringend wieder. Wegen so einer Kleinigkeit willst du, dass ich gegen meine Prinzipien verstoße? Ha, das kannst du vergessen. Aber ich liefere Kekse aus. Ich liefere Kekse aus. Ach ja? Ich sehe aber keine Kekse. Sie sind ziemlich klein. Ich finde, diese Kekse da sehen groß genug aus. Gib mir doch mal eine Kostprobe. Du bist ein Schwein. Echt mal ich? Voll der Ekel. Du hast doch damit angefangen. Nein, eigentlich nicht. Das schreit nach einem kleinen netten Trick. Aber welchen soll ich nehmen? Wahrscheinlich dann den Kartentrick. Oder das hier. Ja, das Geheimnis des verschlossenen Zimmers, ja. Der Trick hier aber besteht ja, in einem ferngesteuerten Krachmacher, Klopapier. Mhm. Den Trick mag ich. Okay, nein. Doch nicht. Was? Vielleicht müssen wir erst... Stopp, geh nochmal raus. Was spielst du da eigentlich? Oh. Gin Rummy. Ja? Willst du eine Runde spielen? 5 Pfund pro Partie. Und dass du mir ja nicht die Universitätsleitung vollholst, wenn du verlierst. Gin Rummy ist nicht schlecht, aber ich wüsste da ein schnelleres Spiel. Es sei denn, du kannst nur Gin Rummy spielen. Ich schlage dich in jedem Kartenspiel, das jemals erfunden wurde, Süße. Wie heißt das Spiel? Teile und Herrsche. Das habe ich immer mit meinem Bruder gespielt. Er dachte, er sei klüger als ich und würde mich in allem schlagen. Wenn mein Bruder und ich Streit hatten, hat meine Mom die Teile- und Herrsche-Strategie angewandt.
Ging es zum Beispiel darum, wer die größere Portion Pommes bekommt, musste mein Bruder die Pommes in zwei Portionen aufteilen und ich musste dann entscheiden, welchen Teller ich nehme. Das ist doch doof. Ich würde einfach auf einen Teller mehr tun, aber es so aussehen lassen, als wäre weniger drauf. Das hat er versucht, aber ich habe ihn immer dabei ertappt. Entweder war dein Bruder ein Trottel oder du lügst. Wollen wir wetten? Ich setze 10 Pfund für jede Runde. Wenn ich es schaffe, dir 30 Pfund abzuknöpfen, habe ich gewonnen. Einverstanden. Okay, teile ein paar Karten aus. Vorderseite nach oben. 5 bis 12 Karten. Wie viele genau, kannst du entscheiden. Da müssen wir jetzt nochmal in das Zauberbuch reinlesen. Ja, verdammt. Aber ich kann nichts tun. Also ich komme hier nicht raus. Ja, fang du mal an. Okay, ich wähle jetzt eine Karte, von der ich denke, dass sie am Ende übrig bleiben wird. Nimm den Jungen. Okay. Wähle. Was? Gut, ich nehme jetzt eine deiner Karten aus dem Spiel. Nehmen wir mal den König. Ja, nehmen wir auf gar keinen Fall den Jungen. Hä? Jetzt wähle ich 2 Karten. Ach so, jetzt wählt er. Ach so, jetzt wählst du 2 Karten aus? Jetzt wählt er 2 Karten. Aber du nimmst den König, genau, und hast deswegen... Tada! Okay. Lass uns nochmal spielen. Okay, ich habe das Spiel verstanden. Warte, wie viele Karten waren es eben? 2, 4, 6, ne? 6, 7, 8, 9, jetzt ist es ungerade, also sollten wir anfangen. Also fangen wir an. So, nimm welche Karte soll übrig bleiben? Nimm das Ass. Okay. So, jetzt wählen wir 2 Karten. Ist ja eigentlich erstmal egal. Ich glaube, es geht halt eher darum, dass wir immer den letzten Zug haben. Ja. Jo. Tja. Tada! So, nochmal. 2, 4, 6. Also, er darf anfangen. Genau. Dann nehmen wir diesmal die Dame. Einfach weil. Weil die Dame gewinnt. Also, wir sind ja die Dame. Eigentlich mega easy, oder? Ja. Verdammt, du hast mich um den Gewinn einer ganzen Woche gebracht. Tja. Hast du's bar? Du hast die Karten doch irgendwie manipuliert. Dumm nur, dass du nicht weißt, wie. Ich bitte zur Kasse. Wolltest du vorher nicht irgendwas? Ja, ich wollte, dass du mich in Charles Zimmer lässt. Deal? Alles klar. Deal. Es ist schön, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, ich bin begeistert. Eigentlich voll das geile Spiel, oder? Irgendwie schon. Du musst nur ein bisschen Köpfchen haben. Ja. Und es dir nicht anmerken lassen... Dass du weißt, was du tust. Und dass du halt... Also dir nicht anmerken lassen, wenn jetzt einer die Karte dreht, die du gewählt hast, dass du es dir nicht anmerken lässt, dass die dabei ist. Weil wenn du dann die andere nimmst, ist es ja klar. Ja, wenn du die ganze Zeit, keine Ahnung, das Ass beschützt, ist es ja logisch, dass du das Ass hast. Oh, guck mal, voll das düstere Poster hier. Was ist los bei dem? Guck mal, und im Fernsehen läuft so Ring-Movie. Ja, ich merk schon. Mangas, Spiele, DVDs. Es passt total zum schüchternen Charles. Auf jeden Mangas. Fall. Mangas. Achso. I want to believe. Hentais. Es sind die Aliens. I want to believe. Charles scheint ein Science-Fiction-Fan zu sein. Also, siehste, Eddie hatte recht, es sind eindeutig... Wow, der scheint ja ein richtiger Nerd zu sein. Die Aliens.
Warum wegen zwei Bildschirmen? Ich habe auch zwei Bildschirme. Ja, ich auch. Oder meinst du das wegen dem Nerd? Ja. Charles sieht doch ganz anders aus. Und das Foto ist erst ein Jahr alt. Hat Charles Eddington die Identität einer anderen Person angenommen? Ich sollte das Foto als Beweisstück mitnehmen. Die Telefonnummer von Charles' Mom. Alles klar. Erstmal ab in unser Mobiltelefon. So, ich habe die Nummer in meinem Handy gespeichert, falls ich sie irgendwann mal brauche. Gut, aber... Vor allem sein Wecker ist stehen geblieben. Jetzt haben wir das Foto. Das habe ich in Charles... Achso, hallo? Können wir das habe ich in Charles... Nein, können wir nicht? Nö. Das sieht ja ganz, 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 ganz anders aus. Also wie so ein großes, dickes Pickelgesicht. Ja. Da ist nichts Interessantes drin. Schade. Ob Charles uns jetzt auch überrascht? Ich weiß es nicht. Eine Zeitschrift. Unknown Brain Powers. Das ist eine Ausgabe der Scientific American mit einem Artikel von Dr. Stiles. Aber Charles hat so getan, als hätte er noch nie etwas von Dr. Stiles gehört. Ich lass mich doch nicht verarschen. Authentisch auch, dass da die PSP liegt. Mit Pause. Ja. Charles interessiert sich mehr für Dr. Stiles, als er alle glauben machen wollte. Das macht ihn ziemlich verdächtig. Allerdings. Und was können wir jetzt damit machen? Gar nichts. Wow. Junkfood! Hatte ich eben schon. Da ist nicht... Stimmt. Das hatten wir. Wir hatten alles. Sam, geh mal da weg. Nicht, dass ich hier oben irgendwie was... Hallo? Danke. Nö. Okay. Also dieses Foto ist halt schon sehr seltsam. Ach so. Wickel erstmal den Krachmacher in Klopapier ein. Ja, habe ich auch gerade gedacht, dass man das machen kann, aber nein. Du musst wahrscheinlich erst Klopapier und dann Krachmacher. Brauchen wir... Dieses kleine Gerät? Nein. Brauchen wir vielleicht irgendwie... Das ist die Schlossfalle. Kaugummi oder sowas? Wenn man den Verriegelungsmechanismus entsprechend einstellt, fällt die... Ja, ich dachte irgendwie Klebeband oder so. Kannst du die Papierelfe da reinhängen? Eine Papierfee. Das ist die... Nee. Aber wenn man da was machen könnte, dann wäre da ja auch dieses Handsymbol. So, gehen wir nochmal in den dritten Stock. Lass uns mal den dritten Stock. Ja, genau. Vielleicht finden wir da ja noch was. Der Typ hier zum Beispiel? Eine Aufsicht, die wir abzocken können. Ja, alles klar. Mit unserem großen Keks. Hi. Ich nehme an, du kannst mich nicht in Zimmer 302 lassen, oder? Ich habe Harvey Kinderman eine Kamera geliehen und muss sie dringend ins AV-Labor zurückbringen. Nein. Nein. Komm schon. Ich weiß, dass ihr normalerweise keine Leute in die Zimmer anderer Studenten lasst, aber es ist wirklich wichtig. Für mich nicht. Der lässt sich nicht aufklopfen. Verdammt. Ich brauche den richtigen Trick. Dann trickst du den doch immer aus. Das war Schluss. Den Trick sollte ich hinkriegen. Ja, aber dazu muss ich hier erst ein paar Dinge vorbereiten. Alles klar. Also, Klopapier mit dem Krachmacher. So, das müsste reichen. Ich habe den Krachmacher in Klopapier gewickelt. So wird ihn niemand sehen. Das dann da rein? Genau. Zuck. Eigentlich hat sie es voll gegen die Tür geworfen, aber egal. Ja. Den Trick sollte ich hinkriegen. Ach so. Ich glaube nicht, dass ich so irgendwie weiterkomme. Okay. Zauberbuch. tup, tup, tup.
ein kleiner Kram unter der Tür. Wenn dein Publikum oder dein Opfer bei dir ist, aktivierst du den Krachmacher mit der Fernbedienung. Das hört sich dann so an, als ob sich jemand hinter der Tür befinden würde. Aber wenn das Publikum bzw. dein Opfer in das Zimmer geht und nachschaut, findet es dort niemanden. Und jeder amüsiert sich köstlich über den Scherz. Also müssen wir jetzt einfach nur vielleicht mit der Konsole ihn ansprechen, in der Hand. Nee. Den Trick sollte ich hinkriegen. Müssen wir irgendwie... Also ich hätte jetzt gedacht, wir müssen weggehen. Ich glaube nicht, dass... Hä? Ach so. Was ist da los? Okay, ich musste nur nochmal darauf draufdrücken, dass sie es quasi aktiviert. Jetzt hinterher. Nee, wir müssen irgendwas machen, damit die Tür nicht zugeht. So, jetzt fällt die Tür nicht zu, wenn er das Zimmer verlässt. Ah. Du. Und natürlich geht er jetzt weg. Ja. Was für ein Zufall. Oh, ganz schön düster hier. Mhm. Der gute alte Harf ist ganz schön schlampig. Hey, ich erinnere mich an diesen Film. Er war ziemlich gut. Harvey hat Geschmack. Eraserhead, aha. Oh, ganz viele Filmrollen. Seine Ausrüstung ist ganz schön umfangreich. Daddy scheint sich ja doch nicht allzu sehr an der Filmerei zu stören. Oder Harvey ist nicht gerade knapp bei Kasse. Dank, Daddy. Mhm. Hey, ich erinnere mich an diesen Film. Ja, sehr gut. Klamotten? Ah, nein, Figuren. Jungs, können wohl einfach nicht die Finger von Spielzeug lassen, oder? Wow, das war's? Er hat sogar Fotos von berühmten Regisseuren auf seinem Regal stehen. Ah. Was ist das? Drehbuch. Sind das Notizen für einen neuen Film? Ein seltsamer, entstellter Wissenschaftler. Ein Goth Girl namens Jimmy. Experimente, in denen Gehirne ausgesaugt werden? Steckt etwa Kinderman hinter all den Streichen und filmt sie? Ich werde herausfinden, ob das stimmt. Und falls ja, dann ist dieser Mistkerl fällig. Harveys neues Dreh. Okay. Fotos, Figuren. Man erkennt auch überhaupt nicht, was das für ein Filmplakat ist. Ich kann es gerade nicht zuordnen. Es ist Pulp Fiction. Hey, ich erinnere mich an diesen... Eindeutig. Ich zeige dir gleich ein Bild davon. Dann, also wenn du dir das hier merkst, dann siehst du gleich, warum. So, Figuren. Drehbuch. Ja gut, aber war es das denn jetzt? Das müsste es angehen sein. Ja, ist die Frage, ob wir irgendwas damit machen können. Vielleicht Fotos? Mhm. Harveys. Nee, Harveys, okay. Na. Mit dieser Foto vielleicht. Was? Mit dieser Fotokamera vielleicht kann ich sogar. Achso. Es geht nur um heute Abend. Okay. Tja, jetzt natürlich die Frage, müssen wir jetzt noch Angela irgendwie... Das Gesamtwerk von Josephus auf Griechisch. Alte Ausgaben medizinischer Journale. Also müssen wir die jetzt noch irgendwie... Nee, Angelas Zimmer, glaube ich, ja, die ist ja in dem, ist ja in dem weiteren Jahr. Mhm, da kommen wir nicht rein. Ja, genau. Diese Tür führt vielleicht zum Flügel der höheren Semester. Ja, genau, die ist nämlich in dem höheren Semester. Ich glaube nicht. Hallo?
Ah. Okay, also wir kommen nur hier rein oder wieder nach unten. Wollten die sie nicht um 12 treffen? Wir haben 3 Uhr. Vielleicht sollten wir jetzt nochmal da runter gehen. Ja, probieren wir es aus. Und ansonsten... Vielleicht ist Helena jetzt nicht mehr da. Doch ist sie. Schade. Ah, aber wir können mit ihr sprechen. Ah, ja, was wir über die anderen rausgefunden haben. Ja, ich wollte gerade sagen, sie ist wahrscheinlich jetzt unsere Mitstreiterin. Ich habe in Harveys Zimmer das Drehbuch für einen neuen Film gefunden. Dreimal darfst du raten, worum es in dem Film geht. Um uns? Ja, um uns und das Experiment. Wenn das nicht verdächtig ist. War da auch eine Beschreibung von mir? Wird meine Nase erwähnt? Hat er geschrieben, dass sie zu groß ist? Helena! Ich habe ein Recht darauf, das zu erfahren. Nein, in seinen Notizen stand nichts über deinen Zinken. Gut. Bin ich im Film die Hübsche? So ausführlich war das Drehbuch noch nicht. Schätzchen, reg dich doch nicht so auf. Davon kriegt man Falten. Oh Gott. Das habe ich in Charles' Zimmer gefunden. Oh mein Gott, das ist unbezahlbar. Sieht doch gar nicht so aus wie er. Und laut dem Datum auf der Rückseite wurde das Foto erst vor einem Jahr gemacht. Ich glaube, Charles ist ein Betrüger. Ich bitte dich, ich erkenne das Muttermal auf seinem Hals. Sieht süß aus. Natürlich war es vor einem Jahr noch nicht ganz so süß. Niemand verändert sich innerhalb eines Jahres so stark. Vielleicht ist er ja ein jüngerer Bruder. Könnte ja sein, dass Charles vorbestraft ist und sich nicht unter seinem eigenen Namen in der Universität einschreiben wollte. Ich sag nur eins. Hormone. Das ist definitiv Charles. Und wenn er vor einem Jahr wirklich so ausgesehen hat, ist er wahrscheinlich tatsächlich noch Jungfrau. Gott, ich fall gleich in Ohnmacht. Kann ich das Foto behalten? Nein. Nein, vielleicht brauche ich es noch. Als Beweisstück. Beweis für was? Für das hässliche Entlein-Syndrom? Mann, wie der sich verändert hat. Okay, war das jetzt der Ausgang... Nein, war es nicht. Ha. Können wir vielleicht nochmal mit Dr. Stiles darüber reden? Also im Anwesen war eben nichts mehr zu tun. Ne, irgendwas ist noch hier. Oh, okay. Also nein, hier ist nichts. ja, oder aber wir müssen jetzt den Fitnessraum verwandeln. Genau. Nein? Okay. Nein. Kamera. Nein. Ach so, wir können uns die Bank auch gar nicht mehr angucken. Die Bank, die Tür. Mhm. Okay, das heißt, hier können wir definitiv nichts tun. Tja, hier am Filter. Wüsste ich jetzt nicht, was wir da machen sollen. Außer es uns anzugucken. Aber nee. Weil zum Thema Schwimmbad und so haben wir ja eigentlich alles geklärt. Das heißt, wir müssten auch nicht mehr mit der Tussi reden. Also haben wir wahrscheinlich in den Jungszimmern irgendwas übersehen. Ja, nehme ich auch mal an. So, zweiter Stock. Oder wir haben noch eine Möglichkeit, in Maleks Zimmer zu gehen. Red mal mit der Aufsicht da vorne. Nee, der Malek ist ja gar nicht hier. Da ist nichts. So, da die Zeitschrift. Ja, aber was können wir denn mit Charles der Zeitschrift machen? Charles interessiert... Vielleicht mit der... Charles... Nee. Ich habe langsam echt keine Idee. Vielleicht können wir uns das Junkfood nochmal angucken, weil, wenn er wirklich so dick ist, kann das ja irgendwie nicht passen. Oder kannst du den Wecker anklicken? Ich finde schon ein bisschen erschreckend, wenn jemand ein Foto und die Telefonnummer seiner Mom auf dem Nachttisch stehen hat. Auf eine niedliche Art und Weise. Naja.
Wow, der scheint ja... Nee, da sagt sie nur, er scheint ein Nerd zu sein. Okay. Mangas... in der Schublade ist nix. Das Bild haben wir uns auch zu Genüge angeguckt. Also bei Charles haben wir auf jeden Fall alles. Ja, was denn jetzt das für eine Tür? Wenn man den verriegelt. Achso, das war glaube ich einfach nur hier, so kann man das machen. So, gucken wir nochmal. Das Bild hatten wir, die Figuren hatten wir, die Fotos hatten wir auch. Wow, der hat so... Das Bild hatten wir, das Bild hatten wir. Vielleicht jetzt was Neues zu der Filmausrüstung? Wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mit Dr. Stiles nochmal darüber reden müssen. Weil wir haben ja gesagt... Wir sollen ihm Fakten liefern. Und zum Beispiel das, dass Charles sich als jemand anderes ausgibt, als er ist, im Sinne von hier, guck mal, Foto, ist ja ein Fakt. Oder? Keine Ahnung. Probieren wir es aus. Wenn er da ist. Ja, der ist bestimmt da. Wo soll er sonst sein? Keine Ahnung. Ich wüsste im Moment nicht, was ich ihn fragen könnte. Also, nein. Den Computer von... Okay. Gucken wir uns erstmal an. Das sind FMRT-Geräte. Angeblich völlig harmlos. Offen sind sie mir lieber. Sehr zuvorkommend von Dr. Stiles, dass er sich für die Luxusausführung der Betten... Okay. Also, nein, das müssen wir nicht tun. Komisch. Also, das wäre halt noch das Einzigste, was ich mir erklären könnte. Aber wie gesagt, irgendwas müssen wir noch hier machen, weil es ist halt noch gelb hinterlegt. Ich würde einfach sagen, wir beenden die Aufnahme für heute oder für jetzt und ja, machen dann einfach beim nächsten Mal weiter. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.